So, there we go. Ich mach mal ein neues Spiel. So, du willst also noch eine Geschichte? Das kann ich... Ja, bitte. Weil im Intro ist copyrighted Musik. So, ich spiele den Ganserker. Einmal überspringen, oder? Ja, ich hab übersprungen. Ja gut, ich muss halt vorher nachfragen, nicht, dass ihr irgendwas wegklickt. Nö, also die Anfangskatze... Seid schon fertig mit dem, Razi? Ja, wir waren zum Glück schnell durch mit der letzten Abschnittsscheiße. Ach so. Mensch, war nur eine Stunde oder was? Nicht mal. Oh Gott, das sieht schrecklich aus. Talk. So, wie nenne ich mich denn? Ich könnte mich ja spaßeshalber einfach nur Maya nennen und du nennst dich Willi. Willi? Ja, Maya. Willi. Warte mal. Aber mit Y am Ende, ne? Ich glaub ja. Keine Ahnung. Ist okay. Du nennst dich Maya, ich nenne mich Willi. Lass mich das nachgucken. Du hast noch eine Minute und 5 Sekunden. Willi wird einfach nur mit I am Ende geschrieben. Nicht mit IE oder Y, sondern einfach nur mit I. Aber das sieht doch doof aus. Na ja, gut, Willi. Wird aber so geschrieben. Na ja, gut. Maya. Maya. Oh, der Anfang. Willi will's wissen. Oh Gott. Ja, das... Oh nein, ein Fab-Trap. Ich finde das immer geil, wenn du denn schon mit jemandem joinst. Ich sehe dich denn immer da. Du stehst einfach nur da. Ich kann dich gar nicht sehen. Doch, du stehst gerade links neben mir. Das Ding... Hi. Ah, jetzt darf ich mich... Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein süß. Ist dir nicht kalt? Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, der arme Kleine. Hier, nimm diesen Echo Communicator. Danke fürs Interface. Den ich einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. Ja, bitte, lass mich laufen. Oh, du bist so klein und niedlich. Ich nenne dich Sui. Ja, aber der Ganserker ist einfach generell klein, ne? Ja. Oh, ich schlag einfach nur Leute. Hast du keine Waffen? Doch, warte mal. Aber sei gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst und ich bin. Ja, du hast natürlich Expansion. Ja, ist doch gut. Ich weiß es doch, Spiel. Meine Güte, ich weiß es doch. Du musst es mir nicht jedes Mal sagen. Oh, der kleine große Mann. There we go. Die Waffen, die zu Anfang, die du nach dem ersten 2 Waffen, die du findest, wegschmeißt. Ja. Scheiße, wir können kurze Distanzen überwinden. Oh mein Gott, du hast die Fähigkeit zu laufen. Wir beherrschen das langsame Gehen. Und öffne dich. Kleiner Beitrag zur erhöhten Sicherheit. Man muss diese Bullimons in Schach halten, sonst reißen sie an die Augen raus. Oh, du, wie oft ich diesen Anfang hier gespielt habe, ey. Das war jedes Mal sehr befriedigend. Besonders die eine Stelle. Auch mal. Geh weg. Kann ich ausparken. Ach Mensch, guck mal, da bereitet sich auch auf das Abschalten des Internets vor. Tut mir ja. Leid, wie es hier aussieht. Jack lädt alles, was er killt, hier ab. Banditen, Kammerjäger, Claptrap-Einheiten. Wenn sich das jetzt fröhlich anhört, dann nur, weil das meine Standardstimme ist. Riveting Commentary. Die Pistole nur für Notfälle. Hast du meine Waffe gesehen, die ich habe? Sie ist nutzlos. Ja, bis zu den ersten Waffen, die wir bekommen, ja. Ah, Befriedigung. Jedes Mal, wenn er ihm das Auge rausreißt, ne, das ist immer... Ja. Oh, es fühlt sich so gut an. So. Vor langer Zeit verändert.
veränderten vier Kammerjäger Pandora für immer. Den Anfang, wie wir rushen das Ganze mal. Handsome Jack braucht Pandora einen neuen Helden. Ich weiß, dass ach, du dieser noch Held Knarre. Hier, folgt deiner Karte. Hey. Ich werde dein weiser Anführer sein und du, mein furchtloser Untertan und Handlanger. Medikits hier. Medikits? Ein Mädelkit. Ja, stimmt, er geht da ja durch. Ich dachte, er hat sich da gerade durchteleportet. Du hast ja gerade so, als ob das Spiel schlecht programmiert wäre. Das ist nicht. Das stehen doch nicht bei EA. Ja, eben. Den Typ hab ich ja jetzt genommen, ich hab den ganzen Serker. Er hat den Willi. Ich hab Willi. So, hab ich das endlich fertig. Juhu. Und für diejenigen, die sich fragen, warum haben wir, warum spielen wir nicht Borderlands 1? Borderlands 1 ist nice, aber... Ui. Sagen wir, man merkt deutlich in der Reihe, dass sie es von Teil zu Teil besser gemacht haben. Vor allem, wenn du merkst, Alter, du nimmst in Borderlands 1 Fallschaden. Einmal das und abseits der F-Fähigkeit sind sie sich komplett gleich. Ja. Von den Charakteristiken her auch. Ich weiß noch, wo ich damals mit Alex hier Borderlands 1 gespielt habe. Und ich bin ständig irgendwie durch Fallschaden verreckt. Man gewöhnt sich aber auch so sehr dran in Teil 2. Ja. Zumal wir haben vorher Teil 2 gespielt. Das weiß ich noch, weil ich das damals, da hat Rüdiger immer mitgemacht. Das war geil immer. Mit Weorg das noch zu spielen. Nein! Oh, was für ein Retweet. Sing! Big Mom Jokes. Ah, Fettshaming. Die letzte Bastion des Widerstands gegen Jack. Und der einzige Ort, wo du sicher bist. Lass mal ein bisschen Ausrüstung reinpacken. So, Ganserker, ich muss mir abgewöhnen, dass ich nicht unbedingt einen Sniper mitnehmen muss. Ist eigentlich eher suboptimal. Ja, ne? Gerade wegen der Fähigkeit. So macht man das. Easy. Ach ja. Buddy. So. Auf sexuellen Tyrannus? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken. Also Hohl meinte, es ist total overpowered, wenn ich das mache. Aber also halt das Ende von Muckis ist halt böse. Da bist du ein Tank. Ich werde mich da nachher mal durchgucken, wenn wir so die ersten paar Level haben. Also um genau zu sein, nachher, wenn wir hier... spätestens sobald ich meine Main-Fähigkeit habe, werde ich da mal reingucken. Solange du ulten kannst. Ja, aber ich werde mich vorher einmal denn durchgucken, einmal, damit ich weiß, was habe ich denn da für Fähigkeiten. Ich finde es auch immer schön, dass er sein Auge trägt wie so ein, ne, wie so ein Anhänger. Würdest du es nicht bei Claptrap? Piu! Piu, piu! Ach, weißt du was? Doofes Fido. Du doofes Fido. Hoppala. Hoppa. Das klappt. Komm her. Lass uns leben. Und... Nö. Fickvieh. Ach ja. Aus den Wandanussen. Zack. Nicht die Wandärsche. Echt mal, nicht die Wandanusse. Level! Okay. Geil, schlechte Knarre. Geil. Die mag ich. Und ich entschuldige, du hast mein Auge.
Fab-Trap. Wenn du noch wen wärst, mir wieder einsetzt. Ich kann mir zwar denken, wie gerne du mir deine Faust ins Gesicht stecken würdest, aber Augen-OPs überlässt man besser den Profis. Ja. Bevor wurde alles, was ihm weh tut. Eben. Classic. Es war nett, dich kennenzulernen. Von Polybombs gefressen zu werden, soll ja ein Trainer tot sein. Warte, ich mach das. Phasenverschiebung wird ausgeführt. Nice. Gern geschehen. Bitteschön. Das ist der Vorteil, wenn man eine KI ist. Oh, eine KI. Ich bin mit fast allem auf diesem Planeten vernetzt. Ah. Es ist ein weiter Weg nach Sanctuary. Nimm bitte alles mit, was du für die Reise brauchst. Ach, Flint ist generell, Flint ist der geilste. Ach, guck mal, die Shotgun, die man absolut nicht braucht. Nimm sie mal mit zum Verticken. Oh ja, kann nicht schaden. Moin. Lauf, du Toaster. Yay. Dütt. Werdet ihr auch legendäres farmen? Nö. Also da habe hab ich Besseres zu tun. Erstmal krass die Legis farmen. Ja. Eher auf Level 2. All them blue or lila items. Oder welche Farbe benutzt Borderlands 2 dafür? Keine Ahnung. Ich glaube orange, oder? War das anders, die orange? Orange, gold. Ja. Ich glaube so orange. Gejatze. Orange. Orange. Ich find's immer geil, wie Bullymongs einfach fliegen können. Kannst du ja auch auf die Nase. Waldmanns Dank, Dipshit. Waldmeister Heil. Waldmeister. Legendäre Farm, das ist, als würdest du mich fragen, Alter, trainierst du Pokémon Competitive? Das ist gar nicht so schwer. Nur schwer nicht. Repetitive und eigentlich pointless? Yes. Trainierst du Pokémon? Weil wenn du an einem Turnier teilnimmst, dann cheaten sich die meisten Leute sowieso ihre Pokémon zurecht. Ja, eben. Die halt zwar immer noch im legitimen Rahmen sind, aber sie setzen sich nicht setzen sich 5 Minuten 20 hin. Stunden an einem Pokémon, um es perfekt zu breeden und dann halt mit der random Chance dann halt alles auf 31 zu kriegen oder sonstigen Shit. Eben. Die klicken so eine Box an, gucken halt so, jojo, mach das so, fertig, alles klar, dann. Ja, Ende. Deshalb, ich bin ganz ehrlich, wenn ich nochmal Pokémon streamen würde, Competitive Battles oder so, würde ich ganz ehrlich sagen, you know what? Ich mach mir die Arbeit nicht mehr. Nee, warum auch? Die Viecher ausbrüten, du weißt, dann rennst du die ganze Zeit immer wie so ein Bekloppter da hin und her und hoffst aufs Beste. Erstens das und sie dann auf Level 100 bzw. Level 50 zu trainieren oder wann sie auch immer ihre besten Attacken lernen. Ist in Ultrasonne und Ultramond auch nicht mehr so easy. Nee? Weil es keine gute Trainingsmethoden gibt. Also jedenfalls in Sonne und Mond war es absolute Scheiße. Da war das Beste wirklich die Pokémon-Liga. Und die hatten irgendwie maximal Level 56 oder so. Ja, geil. Also nicht hoch. Also 60 war, glaube ich, das absolute Maximum. Und das hat dann echt lange gedauert. Wenn du dann irgendwie so ein Pokémon hast, was seinen besten Move, sag ich mal jetzt, so ein halblegendäres wie, wie heißt das nochmal? Volcarona oder solche Geschichten. Die Feuermotte da. Wenn die ihre besten Attacken erst auf Level 80 oder so lernen, dann ist das so ein bisschen doof. Oh ja. Ja, wir holen und ich machen so lange, wie wir Bock haben. Wenn wir irgendwann sagen, so, wir haben genug erstmal, dann haben wir erstmal genug.
Meine Güte, stellt doch nicht immer so viele Fragen, wo am sich nicht mal beantwortet werden kann. Sabot, dankeschön. Ich hab das immer so, dass ich so halb die deutschen, halb die englischen Namen kenne. Und von der fünften Gen kenne ich die Namen sowieso irgendwie. Kann ich mir so richtig schlecht merken. Ich weiß nicht warum. Meine Fresse, ich will einfach nur Borderlands spielen. Danke übrigens, dass du sie gekillt hast. Ist es mir wert? Ist es mir wert? Ich weiß gar nicht, wie man T-Bag hier. Ach ja, genau. Das muss wehtun, damit es wirkt. Holen. Macht bei deiner Größe leider keinen großen Unterschied. So, was hast denn du schönes im Angebot? Hier. Nimm doch das Ding. Das war nicht so schwierig. So, ich muss nur das hier mit dem hier verbinden und... Genau, spontan tarn. Das war's spontan auch schon. Tatsam sein. Ich lebe! Oh je, erschreck ich wieder. Untertan! Ich habe mein Augenlicht wieder! Und du bist weit hässlicher, als ich dich in Erinnerung hatte. Zeit, dass wir uns mit dem Crimson Raider... Faust ins Gesicht! Faust ins Gesicht! Faust ins Gesicht! Activating Fisting! Fisting härter, er spricht noch immer. Keule! Keule! Jetzt, wo Liarsburg sicher ist, kann ich ja den Hauptstrom wieder anschalten. In dieser Stadt gibt es unzählige Dinge. Kommt's mir nur so vor, da sieht die Welt hier auf einmal ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, die Farbgebung wirkt irgendwie merkwürdig gerade. Charmanter Kerl, was? Erst faselt er was davon, dass er den Grenzen Frieden bringen wolle, dann schießt er wie bekloppt auf unbewaffnete Männer, Frauen und Kinder. Ich schildere wieder zu lebhaft, was? Tut mir leid. Obgleich Captain Flint jeden in Liarsburg getötet hat, sehe ich nicht ein, wie so wilde Bullymonks dort herumlungen. Big Napsi, danke für den Bit. Wenn du die Stadt von ihnen säubern, Spoiler, ich verstehe immer noch kein Japanisch. Die Ziele auf deinem Hand gehören zu deiner aktiven Mission. Yoroshiku onegai shimasu. Sugoi. Hi, Kisama. So ein paar japanische Sachen kannst du. Oh, bei. Super Nudel. Alter, braucht diese Waffe lange zum Nachladen. Level! Super! 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 Ich vermisse Frankie. Ja, doch. Vor allem, was ich ja auch in One Piece jetzt geil fand. Big Napsi, danke für den Bit. Wie wär's? Was? Wie wär's? Let me translate, Moment. Ja, das wäre echt Knörke. Keule. Hi. Titten. Das heißt Opai. Ja, Opai. Das ist was Gutes. Das ist das Einzige, was ich weiß, und das ist auch was Gutes. Damit kommt man fast durchs Leben. Irgendwas wollte ich doch gerade auch. Und wie gefällt dir, Liarsburg? Säule. In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest, wenn du hier draußen eine Weile überleben willst... Ich find's geil, wie wir hier jetzt schon im Southern Chef fast alles skippen. warte mal, wo gehen wir jetzt hin? Erstmal den Schild, ne? Nani! Ja, wir nehmen eh alles an und rennen unsere Pforte durch. Eben. Den Anfang hier kennen wir ja sowieso. Kannst du mal ganz kurz warten? Es gibt nämlich gerade, das stört mich schon die ganze Zeit. Mein HUD ist so winzig. Ach, Big Napsi macht wieder das, was er auch beim letzten Stream gemacht hat. Oder sie hat. Okay. Sie donatet einfach die ganze Zeit einen Bit und schreibt immer Opai. Stimmt, das ist immer dasselbe Zeichen. It's still Opai. Nice.
Jetzt versteht's. Jetzt sprechen wir eine Sprache. Opal-Coin. Die neue Währung. Was ist diese neue Kryptowährung, die sie rausgebracht haben? Brüste. Brüste als Währung. Ach shit, der Typ ist abgehauen. Hau doch nicht. Geh doch nicht weg von mir. Ich will doch nur mit. Ich will doch nur diskutieren. Was gab's? Ich möchte jetzt nicht unbedingt dein Weltbild zerstören, aber ich glaube, das gab's sogar mal. Im guten alten Mittelalter. Nee. Es gab irgendwie so, du konntest mit Ausschnitt bezahlen oder so. Mit Aufschnitt? Ach, mit Tintenbildern, ja, ich weiß, was du meinst. Hm? Ich weiß, was du meinst, aber das war, glaube ich, kein offizielles Ding. Alter, okay. Das war, glaube ich, nur so ein Test-Gedöns. Aber du weißt, was ich meine, das ist gut. Kumpel, wie wär's, wenn du mal... Hallo! Stirbst du schon wieder? Ja, die beschmeißen mich die ganze Zeit mit Granaten! Oh. Ja, besser dich vergaß. Als mich. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap sich darin zu. Okay, das sind jetzt ein paar. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug und ignoriere, was er wegen dem Schaltkasten gesagt hat. Dass du den Fahrstuhl gebumst hast? Okay. Ups. Zack, Splatter. Anna, da warst du denn nicht hin, der du? Genau. Bist schon tot. Nani? Das ist die Nachricht, die gerade reingepackt wurde. Du bist schon tot. Ja. Nein, er lebt noch. Eben. Otashita Shinen. Shinenza. Shinenza. Falcon Touch. Nintendo. Ah ja. Das wäre mal eine interessante Frage. Was heißt Nintendo eigentlich wirklich deutsch übersetzt? Typen ohne Ahnung von Spieledesign. Hey, ist gar nicht wahr. Typen ohne Ahnung von Spielemarketing. Hey, ist gar nicht wahr. Typen, denen ihre Zielgruppe am Arsch vorbeigeht. Hey, ist gar nicht wahr. Stimmt, das war Capcom. Richtig. Und Konami. Nee, Konami ist einfach nur dead. Nintendo heißt Glück im Spiel. Ach, schau mal, na guck. Pech im Marketing, oder wie? Was? Nintendo unterstützt Glücksspiele hier, das zuerst? Nee, die sind ja die ersten, die aus Pokémon. Wann haben sie es rausgenommen? Ich glaube, bei Diamant und Perl, die Glücksspielhalle rausgenommen haben. Weil ihnen endlich mal klar wurde, dass so ein kleines Kind in der Glücksspielhalle nichts verloren hat? Noch ein großer Mann. Aber wenigstens gab es immer noch die geile Musik. Money, lots of money. That's why I come to Game Corner. Vielleicht haben sie es auch rausgenommen, weil die Glücksspielhalle einfach sinnlos war. Nein, war sie nicht. Na doch schon. Nein, war sie nicht. Sie hat immer Spaß gemacht. Und sie hatte meistens immer die voll geile Musik. Ja. Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Ja, das hat's. Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und. Haben wir eigentlich schon die Mission mit dem kleinen Zwerg und dem Belimung angenommen? Nee, die kommt erst noch. Borox, spielst du mit der King Expansion, also mit der neuesten Expansion oder ohne? Außerdem müssen wir die Bullymonks ja im Nahkampf noch killen. Ah, da war ja was. Mhm. Deswegen habe ich die da jetzt vorhin noch am Leben lassen. Weil mit der Expansion kommt das erst relativ spät als Quest. Na. Ohne kannst du es einfach instant direkt zum Start des Abenteuers machen. Mit mir ins Abenteuerland. Ja, dann musst du dann mit den neuesten heißt, du musst erstmal ordentlich Story Progress machen. Ich habe nicht genug Geld. Willst du ein Schild? Ich habe ein paar gefunden. Nee, warte mal. Ich mach das anders. Kriegst du den D-Truck? Den Dick-Truck? Ich kann auch Zeug verkaufen. Hol, so ist das nicht. Ich habe hier 3 Stück im Spind gefunden. Nimm einen. Da hinten liegen sie. Da, ja. Das sind aber allesamt. Warte mal. Der hier ist aber. Geiler. Jetzt nach Leiersburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen. There we go. So, warte mal. Ach shit, ja, wir haben echt... Stimmt, wir müssen nochmal zurück. Ich glaube, wir haben die eine Mission vergessen.
Nee, er gibt sie uns ja jetzt erst. Wir haben ja das angenommen, was er von uns wollte. Achso, ja, warte mal, dann gehen wir nochmal zurück, holen die. Und dann gehen wir da direkt zum Bullimon, kriegen da auch unsere Fähigkeit dann endlich. Und endlich mal wieder einen Waffenautomaten, der ein bisschen mehr ausspuckt als Pistole. Mhm. Ach, warte mal. Kriegen wir nicht hier, wenn wir hier nochmal an dieses mit den Audio-Logs, warte mal. Wenn wir mit den Leuten hier spielen. Willst du nur Arschgold triggern? Auch. Ne, hier genau. Da ist doch dieses Audio-Log. Wir haben den Zug, der durch der Dust mit Helena Pierce. Wenn alles gut geht, Rest in Pierces. Innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Weg. Du hast eines von Helena Pierce letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders. Dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs findest, kaufe ich's. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einen... Nö. Nicht jetzt. Hier. Boah, weil er jetzt gerade anfängt zu snaggen. Jetzt, so. Ich sehe mein Haus. Holen wir mal schnell die Audiologs. Hallöchen zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack. Hier ist Jack. Was bedeutet das? Ach, Willi. Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce. Und Miss Pierce. Sprechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Miss Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Er ist immer so nett, ne? Ach shit, ich dachte, du warst da gerade schon oben. Du hast eine Anpassungsstation gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern und deine Skillpunkte. Wie sucht Thermalogs immer selber? Was? Hier. Ja, wieso sucht er selber nicht nach? Gute Frage. Das ist Thermalog. Alter Mann. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skate-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Er ist tot. Das bricht einem ja das Herz. Aber jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Er ist immer so ein netter Kerl, ne? Bomberland. Hast du ihren Kopf gesehen? Wie er so. Wird nie langweilig, ne? Das ist mal aufs Neue schön. Seht ihr, Capcom? So macht man Synchronisation. So muss das sein. So macht das Spaß. Bring mir die Echos bitte her, wenn du dich dazu in der Lage fühlst. So, ja, ich meine, es gibt Erfahrung und glaub ein bisschen Geld und von daher, ja, hier. Hab den Shit. Flonk, dankeschön. Gib mir deinen Scheiß. So, jetzt. Lass mal erstmal das. Klatschen? Bullimons, ja. Und dann gleich sowieso in die Richtung. Also, wie gesagt, denk dran, mit der Faust finishen. Ich sag ja, das war ja, als wir das hier zu viert gemacht haben, halber Albtraum. Deathtrap? Nein! Nein, nicht Deathtrap, nein! Entschuldigung, im Sinne der Anklage. Aber er hat es schön gemacht. Ja, er hat die Dinger gefacelasert. Ja, Gesichtsschmelz ist toll. Ah, da, guck mal. Ah, den krieg ich so. Lähmender Schlag. Jetzt in diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr.
Die kleinen kann man so machen, aber die großen sind halt. Den haben wir. Haben wir noch. Und weggebolzt. Easy. Schön, schön. Geben wir sie Claptrap? Ja, ne? Ja, die Schrotflinte macht bei dir mehr Sinn und Sniper kriegt man später auch bessere. Ja, eben, da gibt es später um so vieles bessere. Hm, Automat. Was hat denn der Schönes? Dass du da mal reinguckst, ich ignoriere die schon immer. Ach, gerade am Anfang ist es immer praktisch. Das krieg ich wieder hin. Ja, gut. Lass mich wissen, wenn dir etwas ins Auge fällt. Ins Auge fällt. Stimmt, Granaten. Ah, wie welcher Knopf war nochmal Granaten? Granaten, stimmt, warte mal. Gerade mal welche gekauft. Ich gehe mal kurz voraus und guck mal nochmal, wie Granaten, welcher Knopf das war. Ah, Spoiler, es ist RB. Spoiler, es macht immer noch Spaß, die Dinger zu schmeißen. Feuerknacker für dich! Feuerknacker! Ohne Explosive Mod machen die Dinger nur halt überhaupt nichts. Ich benutze halt immer gern die mit der Lebensabsorption. Oh ja, aber da kriegen wir ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Das dauert noch ein Weilchen. Ja. Die waren ja relativ rare. Nicht mal. Nee. Oh, die richtig guten haben halt gedauert. Oh shit. Bäh. Hi. Na? Na, ihr Großen. Kriegst du? Warte. Ja. Also ich hab dann mal einen angeschossen. Oh, Alter! Die haben es aber auf mich abgesehen hier. Ja, ich bin außer Reichweite. Hinter dir ist einer fast tot. There we go. Alter, ich pimmel hier auf 11 HP rum. Ja, zu Anfang ist es ja immer noch ein bisschen, ja. Jetzt kriegen wir dann gleich erstmal unsere Fähigkeiten in 3 Leveln. In 3 Leveln? In einem Level? Schon ab 5? Ja. Deine Fähigkeit kriegst du ab Level 5. Oh, dann war meine Erinnerung doch nicht so falsch. Ich war 2 Level nach der Fähigkeit mit meiner Maya. Das kann sein. Ich fand immer diese, also wenn wir jetzt hier gerade beim Thema Granaten sind, ich fand diese Area of Effect Granaten immer geil. Also die Dinger, die so einen Radius hatten. Ich mochte eigentlich die, wo zielsuchend gewesen sind, gerade mit diesem Leben absaugen als Kombi. Ja gut, ist schon praktisch, ja. Bleibst halt scheiße lang am Leben. Oh, nice ass. Look at my butt is amazing. Ich war gerade damit beschäftigt, dir auf den Arsch zu schauen, also ja. Der ist wenigstens ehrlich damit. Und ich bin effizient, was das angeht. Ich habe den Typen irgendwie gesprengt. Ja, das kann auch ich gewesen sein. Ich habe eigentlich mit meiner Sniper auf seinen Kopf gezielt. Und auf einmal hat das Splat gemacht. So, jetzt wird's wieder funky hier. Und es hat Splat gemacht. Dieser Ort ist ja immer zu Anfang so eine Sache vom Spaß. Halligalli. Achso, ja, die kann ich nicht tragen, weil ich noch nicht auf dem Level bin. Ich habe so viele Level 5 Waffen gerade einfach aufgesammelt. Kann die nur alle noch nicht tragen. Oh mein Gott, ich hab die Fässer vermisst. Wir sind in Reti 4. Zetto. Oh, Ton. Wir sind in Reti 4. Alter, ist Reti 4 ist das? Oh, wir haben das aber schön gemacht. Babum. Ups. Da war ein Fass. Ja, da war eine Slack-Tonne. Die habe ich hochgejagt. Ich hab nicht drauf geachtet. Das war mein Fehler. Da stand ich näher dran, als ich gedacht hab. Du schießt, ich heile. Das Problem ist, meine jetzige Knarre hat so wenig Kapazität. Das ist schon peinlich irgendwo. Also ich könnte dir mein Maschinengewehr in die Hand drücken. Ja, wenn ich gleich Level 5 bin, ist das sowieso alles anders. Da habe ich einige andere. No. Ja, noch so eine. Ich habe selten so viele rote Waffen gesehen. Du wirst ja noch groß. Ja. Ich meine, zu Anfang ist es ja so, du kriegst so viele Waffen, wo vom Level her, ne... Habe ich jetzt gerade echt aus der Entfernung getroffen? Nice.
Ich hab ihn geboxt. Ich meine die da hinten. Und. Sabum? Sabum? Shibum, shibum. Jalalalalala, shibum, shibum. Warum bist du vor mir Level 5, du Sack? Ich treff mehr. Stimmt doch nicht. Oh, das ist ein Badass Marauder da hinten. Hä? Der sich denkt, der ist cool. Mit seiner Assault Rifle. Mit seiner Assault Rifle. Ich find's immer geil, wie ich genau 200 Schaden mach pro Headshot. Level! So. Ganserker. Haben wir hier gerade kurz Ruhe? Ja, ist gerade friedlich. Gut, dann kann ich möchte mir nämlich einmal kurz durchgucken, was so, auf was ich jetzt skillen will. Du meinst ja halt, Muckis ist geil. Ja, also musst du eigentlich mal so auf das Letzte achten. Das sind ja sowieso immer die wichtigsten Skills eigentlich. Ich sehe den Mittelfinger auf jeden Fall. Mhm. Hurt, eine Handvoll Schmerz. Nahkampf Overdrive, gesamtes Gewicht in einem einzigen schweren Schlag. Oh geil, ich werde One Punch Man. Technisch, ja. Das ist eine Handvoll Schmerzen. Deine Abklingzeit während einer Handvoll Schmerzen abklingt, führst du mit eher einem normalen Nahkampfangriff durch. Hallo. Hey, Handvoll Schmerzen. Ich höre Handvoll Schmerzen. Darf ich mich dazu gesellen? Mein nächster Satz wäre sexueller Tyrannosaurus gewesen. Also, ja. Wenn du Schaden in 5 Sekunden lang Gesundheitsregeneration. Jeder Effekt kann nicht mehrfach aufgebaut werden. Und hier Action-Skill-Erweiterung. Tipp, aber ich kann sagen, deine Feinde zu verhöhen. Ah. Sofortig volle Gesundheit. Folgende Sekunde erhältst du massive Schadensreduktion. Also man wird kurz ein Tank. So, was haben wir denn bei Randale? Immer schön vorsichtig. Immer schön vorsichtig, reduziert Rückstoß bei der Waffen, man kann sagen, das kann jeder Schuss Gegner Treffzüge bei der Waffenkeit verbessern. Klingt ziemlich boring, to be honest. Verdoppelt deinen Spaß. Während des Ganserkers eine Granate geworfen, so werden automatisch 2 Granaten geworfen. Klingt das Ganserkers, der Effekt kann nur 3 Sekunden auftreten. Weiter feuern beim gesetzten Feuer deine Waffe umso schneller und du lädst schneller nach, je länger du Abzug gedrückt hältst. Feuerrate bis zu 88%? Alter, das ist eine Menge. Und was haben wir hier bei Schießgeil? Autoloader, ein tötender lädt sofort ausgerüstete Waffe auf. Ui. Boden nicht tot. Du kannst ganz selten während im Kampf am Leben. Was? Ich bin am Boden und dann. Ja, da. Wie geil. Also es liegt an dir, was du möchtest. Lass die Rohre glühen, wenn du abklingst, ganz selten hältst du zu Schusswaffenschaden, Nahkampfschaden und Granatenschaden. Und was ist das hier? Der reinste Overkill. Beim Töten eines Feindes wird ein Teil der überflüssigen Schadens, den du verursacht hast, als Schaden deines nächsten Schusses hinzugefügt. Alter, was? Das klingt ja schon sick, aber ich glaube, ich gehe wirklich erstmal auf Muckis. Was haben wir denn da als erstes? Wenn du einen feinen Schaden nimmst, erhöhe für ein paar Sekunden lang deine Bewegungsgeschwindigkeit und Nachladegeschwindigkeit. Maximale Gesundheit und, was? Und gib dir eine geringe Gesundheitsregeneration. Magie-Männer ziehen, besteht die Chance, dass keine Munition kosten. Waffenwechselgeschwindigkeit und Nachladen. Ich gehe erstmal auf Muckis. Sofern ich dann kann. Da hast du recht, das klingt soweit ganz gut. Mm. Muckis klingt, klingt funky. Mensch, hab ich das gerade richtig gelesen? Ich guck mir jetzt gerade nochmal so meine Fähigkeiten durch. Wiederherstellung. Schüsse auf andere Spieler heilen diese. Deswegen Sanitäter. Ich schieß so gerne auf dich. Ja, und jetzt machst du damit was. Wie war denn das, wenn wir hier diesem Pfad folgen, kommen wir an so eine Super-Loot-Kiste. Ja, können wir machen. Ich meine, jetzt, wo wir groß und kräftig sind. Groß und kräftig, ja. Angel, für dich als Info, ich komme von einem Wochenende, von einem Seminarwochenende. Ich sehe aus, als käme ich aus einem Krieg und ich habe Rückenschmerzen des Todes. Tja. So, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich ja... Sniper Rifle ist jetzt nicht mehr so schlau. Nein. Lass mich mal gucken.
Die ist nice. Oh, 15 Magazingröße. Yes, please. Ich habe sonst gerade nur Pistolen. Also ich kann dir noch ein Maschinengewehr geben. Nee, ich glaube, ich renne gerade einfach mal. Oder? Hast du echt über? Ich habe noch welche. Ja, irgendeins. Ja, dann halt mal still. Wir haben das immer auf den Boden geworfen, weißt du noch? Ach du meine Güte, du Mimöschen. We always done this. Einmal das. Und wenn wir cool waren, haben wir eigentlich das Scheißding immer gefangen in der Luft. So, dann wir mal gucken. 17 und was die andere? 20. Ah, das ist eine Vladov, das ist so eine. Ich nehme mal... Erstmal die und mal gucken. Ne, die ist besser. Nimm mir die. Nice. Thank you. Und nun töte. Und nun töte. Spoiler, er tut es. Alter. Macht Spaß, ne? Oh ja, ich kann's verstehen. Ich muss es nur noch effektiv einsetzen, glaube ich. Alter, vor allem mit der Assault Rifle, die ich jetzt hab, ne? Alter! Voll weggepuncht, den Jungen! Ja, also Maschinengewehre bei dem kleinen... Ja. Aua. What? Ich war auf 6 AP und dann war da hinten so ein Typ. In seiner Low-Res-Scheiße. Und mir ist gestolpert und dann bist du aufs Knie gefallen. Ich bin aufs Knie gefallen. I've fallen and I can't get up. Mutti, hilf mir auf. Hier, eat. Yo! Ah, so rum. Genau. Kaboom. Alter, wo kommst du denn? Oh, fuck. Keine Munition mehr. Punch dich. Punch dich. Ich hab keine Munition mehr. Gar nix? Nö. Warte mal, was hab hier ich oben. Noch so als Waffe? Das war doch, wenn ich Munition einsammle, kriegst du die auch, ne? Ah, ja. Hm? Granaten-Sondermodul? Warte, hab ich einen Granatenmod aufgesammelt? Ne, ich hab Granaten aufgesammelt. Irgendwo hab ich Munition her. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, oh, das tut mir leid. Na, geh da hoch. Decoy, Decoy. Alter, ganz Serken macht Spaß. Ah, danke. Ach nee, weil du mich wiederbelebt hast, deswegen bist du ein bisschen vor mir. Ah, shit. Oh. 8000 Bittes. Ja, noch einer. Ich habe vorhin schon einen niedergemäht. Oh, komm her jetzt. Sabbel nicht. Ich box dich. Okay. Ah. Okay. Ich hab dich tot geboxt. Au. Natürlich hat der Arsch eine Granate. Oh, fuck, ach, komm schon. Gerade wenn ich dich wiederbeleben will. Get him. Sehr gut. Alter, spawnen hier viele. Oh, ich bin auf der Leiter. Ah, Loot. Oh, das ist eine gute Pistole. Die andere kann ich, darf ich nicht sehen. Oder sind die beide gut? Du hast deine Talk. Alter, ich möchte die andere sehen. Nur noch beide. Die, oh, das ist so eine. Ich nehme die einfach mal mit. Verticken kann man alles. Du bist ja noch ein Toilette. Klohäuschen. Mit noch mehr Pistolen. Eine Toilette mit Pistolen. Ist auch einfach eine der geilsten Sachen, die Tatsache, dass du Waffen in Toiletten findest. Ja, geil. Danke, Spiel. Hast du ein Bad genommen? Ja, komme ich hier raus?
Nee, hier existiert nichts. Ja, hier geil, hier existiert nichts. Oh, Bullshit. Bullshit. I am helping. Nee, bleib da oben, da kommst du sowieso nicht weg. Alter, Bullshit ist das. Ich frag mich ja gerade, wie das jetzt wäre, hätte ich schon diese eine Fähigkeit, mit der ich auf dich schießen müsste, um dich zu heilen. Ja, dann hättest du weiter auf mich geschossen, bis ich dann aus dem Wasser bin, aber... Dann geht mir die Munition aus. Aber Wasser ist ja hier, das ist Lava, ist das. Das ist ja nicht das Wasser, das ist die Kälte. Nee, das ist das Wasser. Nee, du bist halt klein. Gag. Oh, Leiter. Hä, was ist das hier, Half-Life 2 oder was? You are not aiming, you are just shooting. Vor allem mit so einer Assault Rifle ist das echt geil. Das einzige Problem, was du denn hast, sind Treppen. Also Fahrstühle wären toll für dich. Oh ja. Punch. Ja, noch mehr von denen. Hey, da ist irgendwo ein Nest. Da oben ist der kleine Gnom. War der kleine Gnom. Armer Sui. Der Geschmack ist dasselbe. Es ist unmöglich, dass das Butter ist. Ist das Butter? Man kann sich unterscheiden zwischen Butter und das ist unmöglich, keine Butter. Das ist bestimmt keine Butter. Kennt ihr diese 5 Stufen der Butter? 5 Stufen der Butter? Was? Ja, es gibt halt diese 5 Stunden, wie man mit Trauer umgeht. Und das haben sie mit Butter gemacht. Echt jetzt? Ja, und dann kommt er halt so von wegen Denial, this is not butter. Oder Acceptance, Margarine. Margarine? Alter, Ganserken ist kranker Scheiß. Verstehst, warum Los Bojos einer meiner Favoriten ist. Stimmt, dein Ganserker heißt ja Los Bojos. Alter, was ist mit der Toilette hier los? Ich sehe was Grünes. Du auch? Was Gutes? Nee, die Toilette ist damit... Alter, jedes Mal, wenn ich diese Toilette zu nahe komme, Projectile vomit sie einfach. Meins. Ist das bei dir nicht hohl? Nö. Jedes Mal... Warte, hat's jetzt aufgehört? Nein, natürlich nicht. Jedes Mal, wenn ich dieser Toilette zu nahe komme, Projectile vomitet sie einfach. Hier ist noch eine Toilette. Hier ist Zeug für dich. Oh, Shadow, hier ist gutes Zeug. Oh Gott, das Spiel hat keine Bugs, nein. Plus 3 Magazingröße Schrotflinte und ein Explosiv-Maschinengewehr. Oh, warte mal, das Ding ist deine Welt. Oh ja, die sieht nice aus. Die hat zwar nicht denselben Rev wie meine jetzt, aber... Ist doch egal. Ach, warte mal, ich schmeiß mal ein bisschen Zeug gerade weg. Schmeiß weg damit. Alles, was nichts wert ist an Geld. So. Ich glaube, ich werfe mal kurz bei mir eine Pistole weg. Ich habe nämlich nur hier Pistolen. Das ist unmöglich eine Assault Rifle. Das habe ich nie erlebt mit der Toilette. Ich auch noch nicht. Und ich spiele das Spiel jetzt, diesen Abschnitt jetzt schon zum 8., 9. Mal. Okay, bereit? Mal gucken, wie lange der lebt. Oh, Hallöchen. Und der Zwerg sieht wie ein kleiner menschlicher Rucksack aus. Alter. Das ist lustig. Alter. Den haben wir gerade aber gut zugesetzt. Ja, das Ganserken ist ja mal... Vor allem mit dem Facen ist das arschig. Ja, vor allem du facest und ich gebe ihm dann. Ja eben, das ist die böseste Kombi ever. Bleib hier, ich habe keinen Bock, deinen Loot überall zu verteilen. Erwischt.
Wir müssen dann aber eben noch mal oben hin. Ja, what, what the... Ah, das ist der fucking... Okay, du willst sterben, Junge? Okay! Oh, ist der süß. Alter, das ist... Dieser Tumult war ausgesprochen hilfreich für meine Studien über die Sozialstrukturen der Bullimons. Kehre rasch zum schwarzen Brett zurück. Er wollte doch nur einen Zwergreifen sehen. Ja. So, jetzt gehe ich aber nochmal oben hin. Ja, da sind ja noch... Da müssten jetzt noch zwei Badasses warten. Weiß ich jetzt gerade nicht. Doch, warte, warte. Da sind zwei Badasses oben drinne. Nö. Doch, ich glaub, das war dann nur bei... Hol die Spawn hier gleich. Da ist er. Alter! Ah! So, und da kommt der nächste. Halt mal die Schnauze da. Meine Güte, darf ich dich mal wiederbeleben? Ach so, so freie Tage müssen auch mal sein. Sick of your bullshit. Ach, lass mal Zeug verkaufen. Genau, auf Muckis wollte ich ja jetzt. Maximale Gesundheit, Savvy Leder, das klingt doch nicht schlecht. Ja. Das wird doch so, was haben wir denn hier Schönes? Da gucke ich gleich. Oh, warte mal. Oh. Die ist nice, die Shotgun. Die ist Sword Rifle weniger. Die verticke ich gleich. Herzlich willkommen, Kunde. Warte mal, jetzt. Muss mal kurz vergleichen. Was ist geiler? Die Shotgun ist schon geil. Hat aber auch nur zwei Schuss. Ach, das ist so eine. Ist das denn eine Combat Shotgun? Ja, das ist eine Combat Shotgun. 50% kritischer Trefferschaden auf einer fucking Shotgun. Möchte ich nur mal so kurz nebenbei betonen. Die ist zwar stärker, hat aber nur zwei Schuss. Das ist so ein Burst-Damage. Ah, den Rest kann ich, glaube ich, verticken. Boom, and feel good. Hohe Qualität, niedrige Preise und ich stelle keine Fragen. Ach, der kleine Jimmy Jenkins. Nicht sterben, was schade eigentlich ist, ich mag so diese, diese Burst-Waffen. Du bist so Leichen plündern, wenn du bei mir einkaufen kannst. Okay. Bis später, Kammerjäger. Jetzt hab ich... Ihr habt das eine Combat Shotgun und eine nice noch dazu. Ja, so. Doch, die knallt ganz gut. So, na, es gibt ja, wie gesagt, diese. Gibt ja halt so Combat Shotgun und einmal so eine Burst Shotgun, sag ich mal, wo. Alter, die Toilette ist immer noch am Projectile Vomiten hier. Jetzt nicht mehr. Ich hab ausgeräumt. Nee, sie tut es. Bei dir ist das offenbar nicht, aber bei mir. Jedes Mal, wenn ich so an einen gewissen Punkt komme: Projectile Vomit. Also es ist einfach, dass komischerweise du normalerweise in der Reichweite bist, wo du normalerweise die Tür aufmachst, jedes Mal sich die Animation der Kotze zurücksetzt. Mhm. Aber dass die Kotze einfach mal das gesamte Klohäuschen ausfüllt. Naja, es nennt man noch Oktoberfest. Rocktoberfest. Rocktober. Cocktoberfest. Ich schaff das. Ha. Angeber. Tippy Toes. Tippy Danka. Hey Joey. Was, Joey? Ja, Joey. Was? Super. 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 Die sind so einfach zu triggern. Apropos Super, ne? Das ist nämlich jetzt ja, was Nami, glaube ich, in der One Piece Folge letzte Woche gesagt hatte. Von wegen, wir haben nicht mal unsere Kämpfer dabei. Und ich habe mir gedacht, so, Kämpfer. Du meinst Zorro und Frankie. Weil Lysop zähle ich jetzt nicht als Kämpfer. Robin auch nicht. Nicht wirklich. Aber ich finde es lustig, dass das gesagt hat, von wegen, es sind nicht unsere stärksten Kämpfer, aber ich gucke ja auch mit Englisch-Subs und da stand dann, wenn wir vorgehabt hätten zu kämpfen, hätten wir Zorro mitgenommen. So war der Untertitel bei mir. Oh, okay.
Also so macht es dann doch schon mehr Sinn. Na stimmt, sie haben sich ja wirklich auf eine Stealth-Mission da begeben. Mehr nicht. Eigentlich wollten sie wirklich nur Sanji holen. Sanji holen und dann wieder abhauen, aber jetzt, ne? Das hat sich ja nicht so ganz... Hat nicht so ganz funktioniert. Ja. September Fest. Ja, eigentlich war das Ziel, das Dings abzuholen, hier das Porneglyph, sag ich mal. Naja, das war ja noch so eine Submission. Hat aber auch immer noch irgendwie funktioniert. Ja, klar, also ich weiß nicht, wie Brooke das geschafft hat, aber trotzdem hat sie geschafft. Brooke ist ein flinker Dude, also. Und ich meine, man muss ihm ja mal lassen, er hat sich mit Big Mom angelegt. Das traut sich auch nicht viele. Und noch weniger sind dabei so badassig wie hier, wie Jinbei. Baby. Sich einfach hinsetzen und sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr auf deine Scheiße. The end. So, dann gebe ich dir jetzt mal deine Dinge zu. Apropos, nee, ach ja, Jinbei ist die ganze Zeit immer noch in Veggie drin. Stimmt. Ja. Ich glaube, der Kam hatte aber auch nicht viel Screentime heute. Nee, der hatte gar keine Screentime heute. Kam gar nicht vor. Hast du den nicht irgendwie einmal in so einem Shot gesehen, die ja dann, wo dann alle nochmal gezeigt wurden oder so und das war's? Ja, das vielleicht, aber... du hast die... Ach, scheiße, ich wollte doch nicht die... Ah, egal. Du wolltest doch nicht. Ich glaube, mittlerweile haben wir eh besseres Zeug. Sowieso, davon mal abgesehen. Ich vertick die sowieso. Normalerweise spiele ich gern mit Sniper Rifle. Vor allem, die ist gar nicht mal schlecht. Für den Anfang. Aber beim Ganserker muss ich halt ja halt mal ein bisschen anders denken. So, und jetzt haben wir nur noch, genau. Yo, Dummtrap, let's go. Nimm Claptrap. Zum Schiff. Okay, let's go. Komm, wir gehen Flint mobben. Wir tun es für Roland. Mein Badass-Rang. Achso, ja, hier 18.000... Weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Boom, boom, oh ja. Bei dem Brustkasten. Oh, ich liebe die Synchro von Flint. Ah, das Spiel hat so präsentiert, wie eine Synchro sein muss. Ja, und Echo, vielen Dank für die Bits. Wow. Facelock. Hast du jetzt auch was von dieser Heilung abbekommen? Ich weiß, hab ich nicht drauf geachtet. Also ich sehe da immer irgendwas rumwobbeln, aber ich weiß nicht, ob das irgendwen trifft. Keine Ahnung. Scheiß sogar noch. Ja, immer ich hätte mir gewünscht, dass die Alte einfach drauf geht und dann ist die End. Dies ist die End. Ja, wir brauchen einen epischen Kampf noch vorher. Ja, aber offenbar ist ja Big Mom denn doch auf einem Level, wo man, ne? Natürlich, sie ist nicht umsonst ein Emperor of the Sea, also, ne? Deswegen, ich bin mal gespannt, wie das noch eskalieren wird. Alter. Ah, shit. Ich hab zu viel ganserkert. Ah, treffe ich den? Treffe ich nicht. Okay, geht doch so. Danke. Ganserken macht echt Spaß. Warum habe ich den Charakter vorher nicht gespielt? Frage mich aber ehrlich gesagt auch. Weißt du, in dem LP spiele ich fucking Zero. Den langweiligsten von allen. Ja, er macht Schaden. Das Thema hatten wir schon. Nee, Er spricht Haiku, Subun. War das so? Ja, das war so. Okay. Ist irgendwie aber auch immer so ein lustiger Argument. Er macht Schaden, du Wichser, aber dass er Haiku sprechen tut, das ignoriert jeder. Ja, und der Tatsache, hallo. Ich finde ihn einfach nicht spaßig zu spielen. Es ist halt immer dasselbe. Du gehst nach hinten, haust drauf, Ende. Ganz Ärger, stehst mittendrin. Haben wir Claptrap vergessen? Ja, wir haben Claptrap vergessen. Ich geh kurz und hol ihn. Wir sind schon mittlerweile so drin, dass wir, ne,
Nein, es ist schlimmer. Wir wollen ihn nicht. Alter, wo ist denn der Gans? Jesus Christ, Dummtrap, komm mit. Fuck, Trap. Hä? Ach, deswegen. Und? Wie war dein Tag, Joe? Wir haben nicht viel geredet, seit ich dich abkratzen lassen wollte. Hey, du glaubst, du frierst dich dort draußen zu Tode? Eher nicht, hm? Vorher kriegen dich die Banditen. Mein Tag? Er war ganz gut. Ich hab mir einen Pony aus Diamanten gekauft, denn ich bin reich. Nur damit du's weißt. Okay, bis dann. Oh, hi. Neue Leute. Ja, okay. Wir sind definitiv ein bisschen vorausgerusht. Habe ich was getroffen? Das hätte mich jetzt gewundert. Komm her jetzt! Nett, mein Facelock hat irgendwas getriggert. Alter, ganz ehrlich, das ist geil. Warum habe ich diesen Charakter nicht schon vorher gespielt? Das ist so cool! Ja. Ich zermartere mir den Schädel, aber mir fällt einfach kein Name für das Diamant. Also wirklich, ich rede ja immer nur von Spielspaß und Zero, du hast dein Hologramm. The End. Arschgaul. Ich glaube, ich denke noch etwas drüber nach. Jetzt spawnen hier noch mehr. Mit dem Facelock kannst du halt auch richtig übertrieben gut nachher die Bosse anhalten oder... Ja, generell cool. Badasses kontrollieren, das ist super. Haben wir ja gerade bei dem Zwerg mit seinem Polymon gesehen. Face locken und dann ist Ende. Ach, ich muss dann unter das Ding durchrennen. What? Fantastisch. Ich bin mit Nachladen getötet. Grant you some loot Borderlands 2. Das ist schön. Psycho Soul Pain, das sieht nur gerade sehr, ne, nicht unbedingt legal oder antisuspekt aus. To be honest. So, yeah, I will not do it. Thank you. Mhm. Oh Gott. Boom, boom. Ja, braves Mädchen. Oh, sag hallo. Arschgaul sagt hallo. Das ist schön. Plastik. Prinzessin Arschgaul. Scheint doch legal zu sein, das Zeug. Ja, schön, aber die Keys bringen mir zu Anfang sowieso nichts. Da kriegst du nur Waffen, die dir denn zu Anfang was bringen. Die kannst du benutzen, wenn du nachher Waffen hast, also hier auf dem Level bist, wo richtig rockt. Ich hab die dicke Bertha gleich schon tot. Ja, das war Bertha. Und das ist Boom. Ich mach mal seinen kleinen Bruder ein bisschen. Ja, ich mach Boom. Ich mob den Kleinen. Der hält aber auch gerade aus. Oh, ich liebe diesen Klang von dieser Shotgun, ey. Level! Oh, nice. Was willst du denn, du Flachflöte? Ach, Wichser. Jetzt besser. Jetzt besser. Wo ist Blinker? Wo ist Blinker? So, in Hamburg. Hat er was Schönes für dich gefunden? Ach, warte mal, wenn man den Fahrstuhl hochfährt, war ja noch ein Raum unten drunter. Ja, mach du mal. Ich setz mich schon mal in die Kanone und hab Spaß. Ah, du willst Clap-Clap springen. Yes. Außerdem, die Gegner, die da kommen, die kriege ich auch hier mit der Kanone weg.
Ja, die Kiste hier lohnt eh nicht. Nee, da sind meistens eh nur ein paar Pistolen drin, also von daher. Ach ja, stimmt, ich wollte nochmal gucken, ob ich Snippet endlich mal von der Zunge. Oh, da war ein Badass bei. Das hat man dann in Erfahrung gespürt. Ja, Snippet, so heißt das Programm, mit das eigentlich eine Textdatei macht mit dem Lied, was gerade über ein Audioprogramm läuft. So halt, um momentaner Song einzublenden zu können, aber irgendwie... Nee, Cyclosopine ist ja nicht böse gemeint, nur die Nachricht sah ein bisschen funky aus. Da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Gerade wenn ich eine Nachricht von jemandem kriege, wo ich weiß, der Deutsch spricht, und auf einmal mir eine englische Nachricht schreibt. Wo also dann musst du diesen Unterton einsprechen, da ich möchte meine Kreditkartennummer haben, was soll da passieren? Eben, deswegen... Das finde ich fair. Ist nicht böse gemeint, aber ich bin da immer sehr vorsichtig. Okay, die haben Spaß, gehen wir einen Kaffee trinken. Ja, finde ich gut. Wobei, hol, wir fangen doch hier gerade erst an. Wir haben doch gerade erst Spaß. Ja, aber Claptrap hat auch Spaß. Willst du Claptrap seinen Spaß klauen? Und ich meine, es könnte schlimmer sein. Stell dir mal vor, wir müssen jetzt noch Resident Evil 6 spielen. Perfekt. Ja, ne? Immer diese Totschlag-Argumente. Ja, ne? Immer sind die Ausländer schuld. Oder Chris Redfield. Immer sind die Ausländer schuld. Sind wir wieder bei der AfD, oder was? Ja, klar. Klauen uns unsere Jobs. Wir haben ihren Parteivortragsvorsitzenden in Labache versenkt. Klauen uns unsere Jobs. Liegt überhaupt nicht daran, dass wir zu schlecht sind, unseren Job zu machen. Yes! Ich habe einen gefacelockt. Also wenn ja in Japaner plötzlich Englisch schreibt. Ach, bei dir und Big Napsy ist das schon, da habe ich mich dran gewöhnt. Das ist was anderes. Wenn ach, ihr Water Sky, hallo! Du Water Sky, wenn du und Big Napsy auf einmal hier andere Sprachen im Chat benutzt, das verwundert mich schon nicht mehr. Ich brauch mehr Munition. Für mich seid ihr beide multilingual. Ihr habt also Sonderstatus, könnte man sagen. Ich gehe mal zu radikal jetzt mit dem. Mit dem Ganzerken. Oh. So, bleib mal kurz stehen, damit ich dich töten kann. Dankeschön. So, man nicht mehr. Oh fuck. Jetzt zum. Da war Korrosionsfass. Nicht gespürt. Ah, shit. Der ist. Alter, versteck dich doch nicht, du Schwein. Wiedersehen. Hab dich. Shit. Kannst du mir helfen? Sekunde. Wo zum... Oh. Ja. Ich werde mich revanchieren. Ach, das ist ein Badass. Badass Marauder. Next Level. Marauder. Alter. Es ist, als würdest du ihn einfach über den Grill hängen, ey. Je nachdem, wo er stehen würde, würde ich das tun. Oh, by the way, ich liebe die Kampfmusik hier aus Borderlands 2. Ich liebe die gesamte Stimmung. Die Stimmung und generell der Soundtrack ist so geil. Meine, ich gucke jetzt mal hier hin. Wir haben Action ohne Ende, wir haben geile Musik und im Hintergrund wird Claptrap gefoltert. Ja. Es geht nicht besser. Ja. Exactly. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, Maschinengewehre und Explosivschrotflinte. Funktioniert! Ich krieg nur Explosivzeug. Muss daran liegen, dass ich mit einem Talk-Outfit rumrenne. Hm. Willst du eine Explosivschrotflinte? Ah, warte, ich guck gleich mal. Was machen wir an Schaden? Alter. 19 mal 5? Hm. 19 mal 5 ist nicht... Ich glaube, meine ist besser. Alter, ins Gesicht. Komm her, Kindo. Alter! Bleib top! Er hat Spaß. Kleine Pimmelbacke. Ich werde von einem Zwerg geärgert. Oh! So, zeig mal her, warte mal.
Flonk! die sind um ein schwächer, aber in allen anderen Punkten besser. Finde ich gut. Okay. Und die hier ist nicht so toll. Ich mag meine jetzige Schrotflinte gerade, weil die hat, ein sehr hohes Magazin. Auch dann nehme ich die mal mit. Nehme mal was anderes als eine Pistole. Ja, das ist so eine Combat-Shotgun, die ich gerade habe. Die hat einfach mal 16 Schuss im Magazin. Das dauert ein bisschen, bis die leer geht. Ja, klar. Bei dir brauchst du halt Magazine drin. Eben, das ich brauch so halt was, wo schnell tötet, während ich im Facelock bin. Ja, dann brauchst du sowas hier, was hier in der Toilette hängt. 21x5. Oh ja. Das ist Burst Damage. Aber bei mir ist es ja so, wenn ich sie im Facelock habe und abknalle, kommen halt so Orbs raus wie bei diesen Heilgranaten. Ja, ja. Habe ich jetzt auch schon bei mir gesehen. Da brauchst du dann halt wirklich Waffen, wo Burst Damage haben. Also diese Shotguns, die nur 2-3 Schuss im Magazin haben. Aber wo dann dementsprechend Schaden drücken. Wir gucken, was hatten die im Magazin. Nani! Das Glas, danke für die Bits. Hier, tschüss. Oh ja, die knallt. Oh ja, die mag ich. Ich sterbe, du hier, der ist an. Genau. Badass Marauder. Marauder. Ah. Was war denn? Der ist weg. Der läuft weg. Der läuft weg und geht mir auf den Sack. Gern gestehen. In die Nüsse. Und dann schlagen wir ihn. Geschlagen. Oh, Bandit sieht natürlich ideal für dich. Oh ja, Bandit, aber die hat ein schlechteres Magazin. Zwar mehr Schaden, bessere. Ich nehme sie mit, aber die ist nicht besser als meine. Weißt du, sollten Bandits eigentlich noch das dickste Magazin haben? Ja, aber meine hat 16. Das ist schäbig. Also meine jetzige hat 16, die andere. Oh, das ist eine. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Das macht euch Zeit. Sind wir mit. Ja, ne? Wollen wir uns foltern lassen? Schon gut, lasst euch Zeit. Alter, und auf einmal lebt da oben nichts mehr. Shit, jetzt bin ich da runtergefallen. Aus irgendeinem Grund bilde ich mir ein, dass mein Nahkampf erschreckend viel Damage drückt. Nicht unbedingt. Also ich habe den jetzt einmal geboxt und der ist umgefallen. Na, ich würde das jetzt. Er hat mal ja nicht so den krassen Nahkampf-Damage. Aber meine Faustleuchte, das ist immer was Gutes in einem Anime. Zero hat, glaube ich, schon von sich aus einen erhöhten Nahkampf-Damage. Ja, macht doch nicht Sinn. Und wenn du dann halt noch auf das Richtige skillst, vom Psycho mal ganz zu schweigen, der ist nochmal eine ganz andere Sache. Der ist halt Psycho. Ja, eben. Alter. Warum habe ich Ganserka nicht schon früher gespielt, ey? Das ist so eine Sache, das frage ich mich gerade. Es ist eines dieser unausgesprochenen Rätsel dieser Welt. Ja, ne? Bumm, bumm. Er war der Letzte, der am Ende bumm. Hm? Ich rezitiere nur die Sprüche von den Typen. Ah. What? Oh, hi, wo kommst du denn her? Das wird. Das wird knapp. Boom. Eine Munition. Blöder Knödel. Ah, dich hab ich. Gotcha. Der gehört mir. Ich hab uns wieder gesprengt. Das ist schön. Mach's nochmal. Oh mein Gott. Okay. Okay.
Gesundheit. Das ist ein Computer aus dem Spiel, der kann nichts dafür. Ja, der Computer macht gerade komische Dinge. Photoshop, ne? Fuck. Okay, gut, dann nicht. Ich benutze Photoshop. Oh fuck. Ja. Was dann, was daran schlicht? Schieß weiter. Shoot, 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 shoot. Ist das eine Granate? Au! Ich glaube ja. Auf einmal war da so eine Granate vor meinen Füßen. Ich kann zaubern. Und weg ist er. Eine weitere Kopie. Ja. There we go. Die Musik ist so fucking geil. Oh ja. Deswegen, ich habe mir ja damals den Soundtrack gekauft. Ich bereue es nicht. Weil der klingt so unglaublich gut einfach. Vor allem die Battle-Themes. Die Battle-Themas. Die Battle-Themas. Itetimas. Itetakimas. Übersetzt so viel wie Ekaponga. Na, danke fürs Essen. Ja. Ich weiß. Aber ich red mir immer ein, sagt dem Motto, da er Ekaponga! So. Das war nicht meine beste Idee. Die Tante kommt. Wenn der. Ich tanze. Oder die Säure macht den Job, das geht auch. Oder so. Ja, da war so ein Säure. So eine Säuretonne. Ah, fuck! Hat du Blums gemacht? Ja, kennst du das, wenn du irgendwo rüberspringen willst, aber da ist irgendwas an der Seite, was dich daran hindert? Ja. Die Kollision. Das ist denn, er hat sein Haus verkauft, damit er in Spanisch besuchen könnte. Macht doch genau dasselbe. Wenn morgen Wahlen wären, würden sie heute eine Waschmaschine kaufen. Oder ein Handy. Heute Wahlen werden, dann werden morgen Wale weg. Moxie-Bilder. Don't ban me, Twitch. Moxie-Bilder. Siehst du Nippel? Ja, zum Glück. Moxie ist voll die Bitch. Ja, aber sie sieht trotzdem gut aus. Moxie ist voll die Bitch. Sie sieht trotzdem gut aus. Voll die Bitch. She's a thought. Andy, hast du irgendwelche psychologischen Leiden, die du diskutieren möchtest? Nö, ganz ehrlich, ich kenne Moxie nicht. Wer ist Moxie nochmal? Die Trollerde, die normalerweise die Kneipe führt. Aha. Die dicksten Titten auf Pandora. Was nicht mal stimmt. Was ist ein Pandora? Raus. Hol, du weißt doch, die dicksten Titten in Pandora hat nicht mal Moxie. Erzählt er mir sogar Lügen? Boah, geht ja gar nicht. Denn Moxie hat nicht die dicksten. Moxie hat nicht die dicksten Titten auf Pandora. Oh nein. Die Leute sollen sich drauf freuen und uns zugucken und dann überrascht sein, weil ich so geschickte Spoiler einbaue. Mach hier nicht den Keks. Mach hier nicht den Keks. Ooh, that's a nice one. Oh, warte mal, das ist. Ach, scheiße, jetzt ist mein. Oder mein Ding jetzt ist offen. Dein Dingens ist offen. Ich hoffe, die Kinder sehen das nicht. Andy, mach deine Hose zu. Achso, das Ding. Eigentlich, es wäre jetzt toll, hätte ich so ein Reißverschlussgeräusch. Keks, wenn es dir so scheiße geht, vielleicht solltest du irgendwie ein Bad nehmen oder so. Vielleicht hilft das. Problem ist, alles außer gerade sitzen tut weh. Ich kann mich nicht hinlegen, weil das weh tut. Ich habe gerade eine Wärmflasche im Rücken. Eieiei. Das klingt nicht nach Seminar, das klingt mehr nach hier. Teilzeit verdroschen werden. Andy, aber so für dich auch als Info. Ich sehe aus und ich fühle mich, als käme ich gerade aus einem Krieg. Und das hat sie freiwillig gemacht. Hast du gewonnen, ist die Frage. Teilweise ja, teilweise nein. Did you win, Krieg though? Gibt es keine Gewinner. AKA, ich war auf einem Lehrgang. Und die letzte Nacht war zu kurz. Wir hätten vielleicht nicht so viel saufen müssen. Das
Tja. Tja. Unser Trainer war hackedicht. Aber für den war gestern eigentlich, da haben wir gesagt, so, ja, der darf das, der hatte gestern einen richtig Scheißtag. Weil auf einmal bekommt er einen Anruf von seiner Frau, du, komm mal nach Siegen. Dein Sohn liegt im Krankenhaus. Ach du Scheiße. Das ist... Ja, weil nämlich gleich, am gleichen Wochenende hatten nämlich seine beiden Söhne ein Zeltlager vom Judo-Verein. Und seine Söhne haben dann mit dem Trainer, den ich auch kenne, Fußball gespielt. Und dadurch hat der eine Sohn sich den Mittelhandknochen gebrochen in der linken Hand. Alter. Und hast du Facelock? Jupp. Und da kann man sich dann vorstellen, was für eine Laune der hatte dann. Ich habe eigentlich gedacht, du Facelockst Flint, aber okay. Ich muss erstmal Leute hier entsorgen. Nach der dritten Einheit. Dann hieß es aber so, ja. Walter, du machst gleich hier die letzte Einheit. Ich muss los. Oh shit, da kommt er. Hier, im Feuer. Und dann, ja. Und ich habe das erste Mal eine meiner besten Freundinnen besoffen erlebt. Und sie hat sich selbst besoffen zum ersten Mal erlebt. Weil sie vorher noch nie getrunken hatte. Sie hatte, es fing alles mit einem Uso an. Mhm. So fangen die Stories immer an. This is how I met your mother. Das war dann so, ja, vorher nicht so, ja, wenn ich die Prüfung bestehe, gebe ich euch allen ein Uso aus. Aus einem Uso wurden auf einmal fünf. Und dann haben wir auf einmal zwei Flaschen Sake gekillt. Uff. Und ein Whisky. Hat mich aus der Arena gebombt. Ah, super. Bin gleich wieder da. Ja, ich glaube, ich sterbe in der Zeit. Das habe ich jetzt aber auch noch nie erlebt, dass er mich über die Bande geballert hat. Mich hat er fast erwischt damit. Igniten Dollar. Nein! Ich kann da nicht hoch! Yes, okay. Huh. Spicy. Bin hier hochgegangen. Und ich habe eingejagt. Entschuldigung. Und ich habe es gestern bekommen, Pfeile zu schrotten von mir. Pfeile? Wir waren nämlich auch gestern Bogenschießen mit dem Verein aus dann dort. Und der Typ, der das angeleitet hat, hat erstmal keine Ahnung vom Bogenschießen. Und war so dumm und hat den Metallschrank, der da noch steht, den man rausfahren soll eigentlich, nicht rausgefahren oder nicht abgesichert. Ja. Auf einmal steckte einer meiner Pfeile in den Metallschrank. Lol. Ich weiß nicht, wie ich es hinbekommen habe. Aber meine Pfeile sehen auch dementsprechend aus. Oh, ich merke es jetzt, ich habe keine Assault Rifle, ich habe einen Granatwerfer. Ja, das ist so eine Assault Rifle, die verschießt solche kleinen Granaten. Ah, hier der. Der Tinderbox. Wie funktioniert das? Ach, den nehme ich mal. Ja, nimm mal mit. Hier, warte mal, was ich hier habe, ist eine Skirmish von Dell. Skirmish Grenadier. Das Ding schießt Granaten, macht Spaß. Deine Gegner sprengen das mit Adele. Wie schmeckt bitte deutscher Sake, Dafu? Was? Das war japanischer Sake, war das, den wir hatten. Das ist deutscher Sake, Wodka? Ich habe noch nie in meinem Leben Sake getrunken, glaube ich. Oder? Nee, doch, warte mal. Das eine Mal Japan-Tag hatten wir doch Sake. Ich zumindest nicht. Nee. Hatten wir das nicht mal? Nein. Oh. Sagen wir es so, einer aus unserem Verein, der war nämlich vorher noch in Little Tokyo, also in auf der Immermannstraße in Düsseldorf. Und hat halt japanische Süßigkeiten besorgt. Und sagt so, ja, wir sind ein Verein, der welchen japanischen Sport macht. Also brauchen wir japanischen Süßkram und japanischen Alkohol. Good point. Ich habe Whisky gesoffen. Wirklich gesoffen, so gefühlt. Weil auf einmal mein Trainer kam. Jackie, du trinkst jetzt! Okay, Chef. Du bist ja ein gutes Vorbild. Ja, ne? Gute Einstellung.